Was geht, Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserer MyTeam-Karriere hier in F1 22. Wir sind heute beim 16. Rennen der zweiten Saison und zwar auf der Highspeed-Strecke in Monza beim großen Preis von Italien. Wie schon beim letzten Mal angekündigt, werden wir heute Grid-Strafen hinnehmen müssen, also müssen zwar noch nicht, aber es macht einfach absolut Sinn, das hier in Monza zu tun, weil wir früher oder später ohnehin nicht drumherum kommen würden in dieser Saison. Insbesondere die Verbrennungsmotoren werden allmählich knapp, die Turbolader, das ist so mit das schlimmste Teil, beziehungsweise die schlimmsten Teile, da haben wir eigentlich kein einziges wirklich Gutes mehr und auch die Getriebe könnten alle besser aussehen. Deshalb werden wir Monza, was ja eine der besten, wenn nicht sogar die beste Strecke ist der gesamten Saison, was Überholen angeht, heute dazu nutzen, um überall eine extra Komponente einzubauen. Somit werden wir das Rennen vom letzten Startplatz aus beginnen, was natürlich nicht optimal ist, aber in der starken Form, in der starken Phase, in der wir uns befinden, ist selbst das, glaube ich, kein Beinbruch und ich glaube dran, dass wir heute trotzdem ein gutes Ergebnis einfahren können. Natürlich macht das Qualifying dann eigentlich keinen Sinn. Ich möchte aber gerne trotzdem zumindest in Q1 eine Runde machen, einfach um so einen kleinen Eindruck zu bekommen, wo wir so stehen und was wir im Rennen erwarten können. Und dann die späteren Sessions, wenn wir weiterkommen sollten, die spielen wir dann nicht, weil die Gridstrafen eh schon beschlossene Sache sind. Nun gehen wir über zu den Upgrades mit über 1600 Ressourcenpunkten. Wird sich da hoffentlich zumindest was machen lassen. Mal schauen. Das eine hier, das ist glaube ich nur ein kleines. Aber ja, auch das müssen wir uns irgendwann eh holen. Machen das somit jetzt. Und das wird auch schon vor dem nächsten Rennwochenende in Singapur dann ans Auto kommen. Im besten Fall. Oh, Regen im Rennen. Das ist sehr interessant. Und kann uns in der Situation vom letzten Startplatz aus auf jeden Fall voll helfen. Weil im Regen ja immer ein bisschen Chaos herrscht. Und alles so ein bisschen durcheinander gewürfelt wird. Wann soll es denn regnen? Oh Gott. Gott, das ganze Rennen über stark. Okay, das ist krass. Ob das aber wirklich so geil ist, weiß ich gerade gar nicht. Klar wird es wahrscheinlich mehr Chaos geben, aber das Überholen wird auch schwieriger. Es wird kein DRS geben. Allgemein ist es schwierig, sich an jemandem vorbeizubremsen, wenn eh schon viel, viel weniger Grip da ist. Die Sicht wird die Hölle sein, von ganz hinten aus. Also ich hätte mir eher ein trockenes Rennen gewünscht, wenn ich die Wahl gehabt hätte. Aber die Wahl hat man nicht. Wir müssen jetzt damit klarkommen und müssen dann das Beste draus machen. Nun, da das Training durch ist, können wir uns auch schon die neuen Komponenten einbauen, die es uns hoffentlich ermöglichen werden, bis zum Ende der Saison durchzukommen, ohne nochmal Strafen hinnehmen zu müssen. Das wäre cool. Wahrscheinlich werden wir in den letzten paar Rennen hier und da mal ziemlich gebrauchte Komponenten einbauen müssen. Aber, ja, zum Beispiel so ein Turbolader hier, der mit 60%, der geht ja noch für ein Rennen. Aber auch nicht unbedingt viel mehr als das. Deshalb müssen wir uns eben die zusätzlichen Komponenten hier nehmen. Wie startet Felipe in sein Wochenende? Ganz gut, wie eigentlich meistens. Der wird heute ein wichtiger Mann sein. Für uns wird es schwer, überhaupt Punkte zu holen. Und somit wäre es cool, wenn er vorne mitmischt, wenn er hier heute Punkte fürs Team klar macht. Aber ich gehe davon aus, dass er das schaffen kann. Der wird ja auch bestimmt beliebt sein als Ex-Ferrari-Fahrer in Monza. Also spricht da, glaube ich, nichts dagegen, dass er ein gutes Wochenende haben kann. Und es spricht auch für uns nichts dagegen. Aber boah, der Regen, der hat mich so ein bisschen pessimistisch gestimmt. Ich weiß, also keine Ahnung, wie das wird. Ich habe so ein bisschen Respekt davor. Aber komm, das bringt gar nichts, drüber nachzudenken. Wir müssen einfach das Beste draus machen.
Wo bringt uns die erste und einzige Runde unseres Qualifyings hin? Ich hoffe auf eine gute Position, einfach um uns ein gutes Gefühl zu geben. Wirklich aussagekräftig wird das fürs Rennen aber eh nicht sein, weil es jetzt halt trocken ist. Ich habe auch ein bisschen mehr Flügel draufgepackt, als man das normalerweise in Monza machen würde, einfach um fürs Rennen dann gut gewappnet zu sein. Wir schlagen aber unseren Teamkollegen mit dem ersten Run. Das ist doch eine nette Sache. So, das war's auch schon mit unserem Qualifying. Ein bisschen seltsam jetzt aufzuhören, aber es macht halt keinen Sinn, jetzt weiterzufahren. 7 Strafen und plus 35 Positionen insgesamt. Das sieht ein bisschen brutal aus, aber mit der Leistung bin ich zufrieden. Position 7 direkt mal auf Anhieb, ungefähr 4/10 weg von Daniel an der Spitze. Das ist in Ordnung. Massa mischt auch hier irgendwie in der Top 10 mit. Ich hoffe, dass er es auf jeden Fall in Q3 schaffen kann. Und für uns geht es jetzt auch schon rein in das Rennen. Ich freue mich drauf, hab verdammt Respekt vor dem Regen, aber wenn die Pace ungefähr ähnlich sein wird im Nassen wie jetzt hier im Trockenen in Q1, dann können wir uns auf ein geiles Rennen gefasst machen und werden auf jeden Fall ein Wörtchen um Punkte mitreden. Es ist wieder einmal Zeit für den großen Preis von Italien, hier auf dem allseits beliebten und legendären Autodromo Nazionale di Monza. Hier gibt es von allen Strecken der Saison am wenigsten Abtrieb und Luftwiderstand. Also können Sie sich darauf einstellen, dass die Fahrer den Windschatten nutzen werden, so gut sie können. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Heute startet Sergio Perez von der Pole und daneben steht Charles Leclerc. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Norris, Ricciardo, Valtteri Bottas und Sainz, Russell, Hamilton, Verstappen und Felipe Massa, Albon, Mick Schumacher, Esteban Ocon und Vettel, Joe, Stroll, Nicolas Latifi und Pierre Gasly. Magnussen, wegen einer früheren Gridstrafe geht's von weiter hinten los. Drugovic, Tsunoda, hier gab es eine Gridstrafe und der Habicht. Also dann, es wird Zeit, wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Ich find's ein bisschen überraschend, dass nicht mehr Fahrer Gridstrafen hingenommen haben hier bei diesem Rennen. Es sind so ein paar, aber das sind eigentlich größtenteils E-Jungs, die eher weiter hinten unterwegs sind. Von den Spitzenleuten macht das aber niemand und das hier in Monza. Die Rennstrategie wird entweder eine Einstopp, halt Fullwet auf Fullwet, vielleicht sogar eine Nullstop, das darf man ja machen mit den Regenreifen, aber dafür muss der Reifenverschleiß schon wirklich sehr, sehr gut sein. Wie viel? 27 Runden auf einem Satz Reifen sind nämlich absolut nicht wenig. Benzin, oh, da können wir uns vielleicht ein bisschen weniger reinpacken als normalerweise, weil man für gewöhnlich im Regen ein bisschen weniger verbraucht, weil man auch weniger Vollgas gibt, logischerweise. Und dann geht's auch schon rein in die Einführungsrunde. Ich habe so ein bisschen Angst vor der Sicht, die wir gleich haben werden. Ich glaube, das wird echt extrem sein. Wenn man irgendwo mittendrin startet im Regen, ist es schon schwierig. Aber wir sind halt ganz hinten. Wir bekommen hier die Gischt von 21 Autos irgendwie vors Visier geschleudert. Und das wird, glaube ich, insbesondere dann am Rennstart wenig Spaß machen. So extrem nass sieht die Strecke aber meiner Meinung nach gar nicht aus. Es regnet halt stark, wodurch sie wahrscheinlich noch nasser werden wird. Aber ich glaube, so wie sie momentan ist, könnte man vielleicht auch noch mit Intermediates fahren sogar. Das Ziel für dieses Rennen ist völlig klar. Wenn wir es irgendwie schaffen, am Ende ein, zwei Pünktchen mitzunehmen, dann wäre das wirklich ein richtig geniales Ergebnis und ich wäre voll zufrieden. Massa startet auf Position 10, hat es also in Q3 geschafft und kann hoffentlich jetzt im Rennen noch ein paar weitere Positionen gut machen hier in Monza. Rein geht's in die Startaufstellung. Wir sind das letzte Auto. Lassen uns mal schön frech Zeit hier, damit die Jungs da vorne so lange wie möglich stehen müssen. Und dann geht es jetzt aber auch für uns allmählich in die Startposition und rein in das 16. Rennen dieser zweiten Saison hier in Italien. Beim Heimrennen ja von Ferrari, was unser Motorenhersteller ist. Somit wird es umso wichtiger sein, hier jetzt gut nach vorne zu kommen. Okay, das klappt gut und los geht's. So ein
Start im starken Regen ist nicht das Einfachste auf der Welt. Wir schaffen es aber ganz okay. Viel, viel besser als, wohl viel, viel besser nicht, aber gefühlt ein bisschen besser als Felipe Drugovic, der vom 20. Platz aus losgefahren ist. Jetzt kommt aber halt das, was ich schon befürchtet hatte. Man sieht absolut gar nichts auf dem Weg in diese erste Schikane. Und hier steht man gefühlt einfach an und wartet, bis man weiterfahren kann. Da wurde es ein bisschen langsamer vor uns. Oh ja, wir konnten uns schon mal ganz in Ordnung nach vorne kämpfen. Vorauf, Position 19 zwischenzeitlich. Jetzt wird das allerdings zu Platz 20, weil Latifi wieder vorbeizieht. Es gilt natürlich jetzt auch schnell auf die Bedingungen klarzukommen. Das ist alles andere als leicht, muss aber schnell gelingen. Wir haben nicht viel Zeit, um darauf klarzukommen. Wenn wir zu lange brauchen, dann ist schon das halbe Rennen vorbei und wir haben keine Chance mehr, die Zeit wieder gut zu machen, die wir bis dahin verloren haben. Ein bisschen langsam hier, boah, Drugovic, der ist richtig gut nach vorne geschossen, hatte keinen guten Start, hat eine Position verloren sogar von der Linie weg, ist jetzt aber irgendwie schon auf Platz 16 oder so. Der war, glaube ich, ein bisschen mutiger in die erste Kurve hinein. Das hätten wir vielleicht auch mal sein sollen. Hier kommt Magnussen jetzt ganz gut ran, aber probiert es nicht in Ascari hinein. Oh, hier an dieser Stelle haben wir uns ja ausgerechnet in dem Duell gegen Magnussen weggedreht im Rennen, was uns endgültig die Chance auf Punkte gekostet hat. Und jetzt scheint es eine erneute Runde hier zu geben gegen den Dänen. Diesmal aber hoffentlich ohne Kollision. Und im besten Fall kommt er hier gar nicht an uns vorbei, sondern wir können uns hier an Latifi vorbeikämpfen und noch weiter nach vorne kommen. Oh, Nicolas, ein bisschen langsam hier im Anbremsen, hat auch noch drüber nachgedacht, Guanyu anzugreifen, macht das allerdings nicht. Auch hier ein bisschen vorsichtig der Kanadier, das ist gut zu wissen, im Anbremsen traut der sich häufig nicht ganz so viel. Kleiner Rutscher jetzt vom Williams-Piloten am Ausgang aus Lesmo 2. Wir haben ein Problem entdeckt, wir untersuchen es noch. Was? In Runde 2 schon? Was ist das denn? Ey, sag mir nicht, dass wir jetzt ausscheiden. Das wäre jetzt nicht so schrecklich, weil wir eh weit hinten sind, aber ich hatte schon Bock auf dieses Rennen. Hab mich echt gefreut, hier noch ein bisschen nach vorne zu kommen im besten Fall. Aber das könnte sich gleich erledigt haben. Nein, hat es nicht, aber wir können kein ERS benutzen für einen kurzen Moment, wodurch Magnussen jetzt vorbeikommt. Aber es geht immerhin weiter, okay. Boah, ey, wie der hier wegzieht beim Rausbeschleunigen, das war ja nicht normal. Also ja, wir können kein ERS gerade benutzen, das hilft natürlich nicht in einer solchen Situation, aber trotzdem war das schon extrem. Der hat uns ja, was weiß ich, 30 Meter abgenommen direkt, so gefühlt, nur beim Rausbeschleunigen. Okay, das ERS ist wieder da. Ja, das ist meistens so, diese kleinen Problemchen, die beheben sich auch ziemlich schnell wieder. Wir sind ganz gut in den Kurven, dafür aber ziemlich aufgeschmissen auf den Geraden. Das ist ja eh so ein bisschen die Story dieser Karriere. Jetzt sind wir gut dran an Magnussen, könnten vielleicht über einen Move nachdenken, aber der Gedanke hat sich dann auch ganz schnell erledigt. Ey, was ist denn das? Wir fahren hier mit 10 Flügel, ne? Das ist nicht viel. Ich habe ein bisschen mehr draufgepackt, weil es halt regnet, aber 10 ist absolut wenig. Trotzdem, oh, Magnussen jetzt mit einem riesen Quersteher. Aber nicht mal das erlaubt uns da wirklich ranzukommen. Der setzt sich trotz sowas ab auf der Gerade. Ja, jetzt wieder, hier in der Kurve sieht das super gut aus. Wir kommen ran an ihn. Aber sobald es dann voll ans Gas geht, keine Chance. Und leider ist da halt auch keine Besserung in Sicht irgendwie in diesem Rennen. Das DRS wird nicht mehr aktiviert werden. Dafür pennen die aber alle beim Anbremsen so ein bisschen. Das ist mir bei Latifi schon aufgefallen. Bei Magnussen war das jetzt ähnlich. Wir ziehen mit Leichtigkeit vorbei, aus ziemlich weiter Entfernung. Ja, so kann es gehen. Wir müssen irgendwie in den Kurven viel riskieren. Dass wir einfach auf der Gerade nämlich vorbeiziehen aus dem Windschatten heraus, das sehe ich gerade absolut nicht. Das klappt ja nicht mal gegen die ganz langsamen Jungs hier weit hinten im Feld. Dafür ist es wirklich auffällig, wie stark wir hier sind in den beiden Lesmos. Ja, vielleicht da, na gut, da muss man schon wirklich mutig sein, um das zu probieren. Aber wer weiß, eventuell kann das eine Möglichkeit sein für uns in diesem Rennen. Jetzt auch hier, in der Kurve sind wir ja schneller als Latifi. Das ist dasselbe Spielchen wie gegen Magnussen zuvor. Dann sind wir jetzt auch schon voll auf dem Gas. Der kann ja gar nicht so viel anders machen, der kann ja auch nur Vollgas geben. Aber macht das anscheinend irgendwie besser als wir. Ein Mercedes hat da ein Problem gehabt vorne. George Russell, das schenkt uns immerhin eine Position. Und vielleicht die nächste Divebomb hier in Kurve 1 hinein. VSC, ach nee. Zählt das Manöver noch?
Ich glaube, das zählt noch. Das zählt noch. Oh, da haben wir echt Glück gehabt. Das muss so eine Zehntelentscheidung gewesen sein, mehr oder weniger. Aber alles gut. Okay, das VSC endet. Schön das Auge. Delta jetzt im Blick behalten. Hallo, Delta, geh runter. Geh runter. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Wenn das, glaube ich, im roten Bereich ist, während das VSC zu Ende ist, dann kriegt man sofort eine Strafe aufgedrückt. Aber das haben wir gerade nochmal rechtzeitig hinbekommen. Ah, Latifi jetzt hier auf der Gerade. Probiert er das? Nee, nicht ganz. Dafür ist er im Anbremsen nicht stark genug. Aber er ist auf jeden Fall bedrohlich nahe herangekommen, während es da vorne jetzt so ein bisschen zur Sache geht. Boah, das ist echt der Wahnsinn hier heute. Vielleicht das extremste Beispiel von diesem guten KI-Topspeed, das wir bisher hatten in dieser Karriere. Das fühlt sich wirklich so an, als hätten die das DRS und wir nicht. Logischerweise haben die das nicht, aber dafür ist das in den Kurven genau umgekehrt. In den Kurven haben wir dann ein Formel-1-Auto und die ein Formel-2-Auto, so vom Gefühl her. Das ist ja krass, wir können uns da locker vorbeibremsen. Klar kommen wir da immer von weit hinten an, das sind ziemliche Dive-Bombs eigentlich, aber wir kriegen die Kurve ja perfekt. Die sind einfach nur übervorsichtig. Oh, gelbe Flagge. Da steht jemand. Da steht jemand auf der Strecke, Albon. Oh, ey, da, du Arschloch. Nein. Ey, wie kann man denn in dem Moment zurückfahren? Ach, fick dich. Ey, was ist denn das? Es war ein Fahrfehler von Alex, der dreht sich hier. Ja, aber was macht denn der dann? Wir manövrieren uns da perfekt vorbei. Ich habe mich schon gefreut, weil wir das echt genau da durchgeschafft hätten zwischen, ich glaube, es ist Ocon und Albon. Und in dem Moment fährt der zurück. Aber wir haben ein Safety Car durch die Aktion. Ey, aber das ist wirklich der Wahnsinn. Was ist denn das? Der steht hier ewig lang, also gefühlt ewig lang in diesem Moment. Und dann kommen wir an, sind schon mit unserem Vorderrad hinter ihm und er fährt zurück. Das kannst du doch keinem erzählen. Also wenn das nicht irgendwie gewollt war von Albon, dann weiß ich auch nicht. Boah, das sieht aus wie starker Unterbodenschaden. Das ist ja richtig orange oder wie man die Farbe nennen will. Das ist schon krass. Natürlich werden wir das Safety Car jetzt nutzen, um an die Box zu kommen. Und so, ja, naja, nicht danach noch einmal, sondern halt jetzt den Stop zu erledigen. Und dann haben wir ungefähr im Endeffekt wahrscheinlich 18 Rennrunden noch mit dem zweiten Satz Fullwets vor uns. Das sollte ja machbar sein. Obwohl der Reifenverschleiß schon eher hoch ist, würde ich behaupten. Wir haben 25% hinten links nach gerade mal 7 Runden. Das ist jetzt vielleicht der entscheidende Moment in diesem Rennen. Wer kommt rein? Wer fährt weiter? Einer der Red Bulls kommt rein, aber sonst niemand aus der Spitzengruppe. Und auch allgemein nur sehr, sehr wenige. Oh, das könnte jetzt big sein für uns hier in diesem Rennen. Das ist so die eine kleine Möglichkeit, auf die wir hoffen mussten. Ganz, ganz viele haben hier auch Strafen bekommen. Vermutlich, weil die Strecke da irgendwie komisch blockiert war bei der Aktion mit Albon. Da gibt es dann ganz leicht mal Strafen, die auch manchmal nicht wirklich gerechtfertigt sind. Aber das ist ja nicht unser Problem. Ein zweiter Satz Fullwets geht's an unser Auto. 2,3 Sekunden Stop, optimal. Wir kommen natürlich, wie zu erwarten war, auf dem letzten Platz raus mit einem stark beschädigten Auto. Aber wir können jetzt durchfahren, wenn alles normal läuft. Ich fürchte allerdings, dass sich ein derartig starker Schaden schon bemerkbar machen wird, insbesondere im Regen. Okay, weiter geht's. So ein Safety Car Restart hier in Monza ist meistens ganz cool, weil man schön entspannt einfach auf Start und Ziel beschleunigen kann. Zumindest trifft das dann zu, wenn man ein bisschen weiter vorne ist. Wie das jetzt hier hinten sein wird, weiß ich nicht, weil der Führende wahrscheinlich schon Vollgas geben wird, während wir noch hier mitten in Parabolica sind. Moment, wann kommen die grünen Flaggen? Ich weiß es nicht. Das scheint noch eine Weile zu dauern. Ich traue mich jetzt auch gerade nicht hier voll aufs Gas zu gehen, weil die Reifen natürlich keine optimale Temperatur haben. Ja, grauenvoller Restart, grauenvoller Topspeed jetzt auch. Aber das ist in Ordnung. Wir müssen einfach so nah wie möglich dranbleiben. Wenn sich ein paar Möglichkeiten ergeben jetzt in nächster Zeit, um Plätze gut zu machen, dann müssen wir die mitnehmen. Und ansonsten werden wir eh relativ viele Positionen dann bekommen, wenn die alle an die Box kommen. Das wird jetzt langsam werden in die zweite Schikane hinein. Und wie? Boah. Hier jetzt auch in den beiden Lesmos. Klappt das vielleicht jetzt mal? Der starke Regen wird eine Weile anhalten, meint Jeff gerade. Ja, das ist natürlich gut. Dass es jetzt abtrocknet, können wir gar nicht gebrauchen. Rad an Rad jetzt vor uns. Vettel und Tsunoda. Oh, Yuki trifft Vettel sogar so ein bisschen.
hat sich da offensichtlich ein bisschen verschätzt beim Anbremsen. Man merkt auf jeden Fall den Unterbodenschaden in den Kurven. Das ist nicht mehr ganz so angenehm wie vorhin noch. Und was sich aber nicht geändert hat, ist der wundervolle Topspeed, den wir heute haben. Immer noch Rad an Rad, Vettel und Tsunoda. Oh, vorsichtig, ich traue mich hier gerade echt nicht viel. Das sind sauschwierige Bedingungen. Wir haben ein beschädigtes Auto. Und ich weiß auch nicht so ganz, was die KI hier macht. Ob die nicht plötzlich irgendwie langsam werden oder was weiß ich was. Gerade haben wir die Kollision von Tsunoda und Vettel gesehen. Rad an Rad jetzt mit Sepp hier auf diesem Vollgasabschnitt durch Curva Grande hindurch. Aber keine Chance da irgendwas zu machen. Und der lässt uns auch innen gar nicht erst reingehen, weil er nämlich selber was gegen Tsunoda probiert, der dann wieder so frustrierend langsam wird. Boah, ist das gerade nervig. Der ist so langsam, aber wir schaffen es einfach nicht. Jetzt vielleicht aber mal in Lesmo 2 hinein. Die Stelle habe ich ja vorhin schon angesprochen. Das kann eine gute für uns sein. Und das ist sie auch. Allerdings haben wir jetzt auf der Gerade ein Problem, oder? Vermute ich zumindest mal. Yuki ist ganz nah dran, hat den optimalen Windschatten und wird auch was probieren in Ascari hinein. Obwohl, nee, nicht so ganz. Da habe ich jetzt Schlimmeres erwartet, ehrlich gesagt. Wir halten hier ganz gut mit. Das war jetzt gerade in der Restart-Phase alles nicht so toll. Und wir konnten noch nicht viele Positionen gut machen. Aber wir müssen nicht mehr stoppen. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Und die Boxengasse hier in Monza, die ist brutal, was den Zeitverlust angeht. Da schießt man ja nämlich einfach mit Vollgas vorbei auf der Start- und Zielgerade. Und die Boxengasse kürzt auch nicht irgendwie eine Kurve ab oder so. Ich glaube sogar fast, dass das vielleicht mit Silverstone zusammen diejenige ist, in der man am meisten verliert. Wenn nicht sogar wirklich die, in der man am meisten verliert, weil man in Silverstone ja zumindest auch noch ein paar Kurven abkürzt da im letzten Sektor. Silverstone ist aber halt das Ding, dass man da nur 60 fahren kann, aber gut, das kann uns jetzt auch völlig egal sein, es ist mir auch egal. Ich will es mir einfach nur schönreden und hoffe, dass wir hier noch ordentlich weit nach vorne kommen. Vettel jetzt langsam in Lesmo 1. Schaffen wir das in Lesmo 2 hinein, wie vorhin gegen Tsunoda. Sepp lässt uns hier den Platz und wir setzen uns tatsächlich durch. Sehr, sehr gut. Müssen jetzt aber natürlich den Konter ertragen auf der Gerade. Das sieht allerdings ähnlich aus wie gegen Yuki. So ist es auch ungefähr. Wir bleiben davor. Am Ende von Runde 13 wagen sich jetzt ziemlich viele rein. Die allermeisten, na, das macht Sinn. Das ist ja so ungefähr die Hälfte des Rennens jetzt. Wie weit werden wir zwischenzeitlich nach vorne gespült? Sehr, sehr weit. Wir haben den Leclerc zum Beispiel hinter uns gelassen. Position 11. Natürlich werden wir verglichen mit denen jetzt nicht besonders schnell sein mit dem Schaden, mit dem schwachen Topspeed, mit den abgenutzteren Reifen. Aber wir haben zumindest die Chance, um hier vorne zu sein und um uns irgendwie zu verteidigen. Und vor allem, um Punkte zu kämpfen, was ja auch nicht selbstverständlich war nach der Startposition. Eine Runde später kommen jetzt die jeweiligen Teamkollegen von denen an die Box, die in der letzten Runde drin waren. Und somit übernehmen wir hier den zweiten Platz in diesem Rennen. Ich habe von Anfang an nicht verstanden, warum nur so wenige das Safety Car zum Boxenstopp genutzt haben. Das war doch offensichtlich eine relativ leichte Entscheidung. Das musste man fast machen. Und alle, die das gemacht haben, die sind jetzt hier auf den Plätzen 1, 2 und 3. Checo und Vettel, die waren nämlich gemeinsam mit uns drin. Ein paar Infos zu Leclerc. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und wird deshalb langsamer. Und das gerade jetzt, als er an uns dran ist, mehr oder weniger. Was bahnt sich hier gerade an? Ich bin mir nicht so sicher, aber das sieht gerade sehr, sehr gut aus. Wir sind vom 22. Platz aus gestartet, hatten auch kein optimales Rennen eigentlich bis hierhin. Und jetzt fahren wir hier auf dem Podium rum. Ich bin mir noch nicht so sicher, was Perez und Vettel machen. Uns wurde ja von unserem Ingenieur nämlich eine Zwei-Stop-Strategie vorgeschlagen während des Safety-Cars. Somit würde es mich nicht wundern, wenn die beiden nochmal reinkommen und dann führen wir dieses Rennen an auf einmal, vor allem jetzt durch Leclercs Probleme und wenn die wirklich gewaltig sind, dann wird er die Jungs hinter sich auch noch so ein bisschen aufhalten. Oh, aber unsere Reifen sind halt jetzt schon nicht mehr unbedingt feierlich, 30% hinten links und wir haben noch 10 Runden vor uns.
Ja, doch, Checo kommt nochmal rein. Ich hab's mir schon gedacht. Ich kenne die KI doch halbwegs. Natürlich kommt er nochmal rein. Vettel wird dasselbe tun und somit übernehmen wir jetzt 10 Runden in etwa vor Schluss die Führung dieses Rennens hier in Monza. Und das ist eine wirkliche Führung. Wir müssen nicht mehr stoppen und sind vom letzten Platz aus in dieses Rennen reingegangen. Das könnte eines der legendärsten Rennen aller Zeiten werden, wenn wir das durchziehen können. Wir haben einen verwundeten Leclerc hinter uns und Lando Norris, der ist der Erste, der uns gefährlich werden kann und wird, aber auf den haben wir 5 Sekunden Vorsprung und so schlecht ist unsere Pace nicht, aber die wird natürlich jetzt immer schlechter und schlechter werden, je abgenutzter die Reifen werden. Ich glaube, vieles hängt davon ab, wie sich die Leclerc-Situation entwickelt und ob Norris da schnell vorbeikommt, wenn er dran ist. Ich sag euch mal eins, die Reifen, die werden richtig kritisch. Wann sind wir denn reingekommen? Ungefähr in Runde 7 oder so. Dazwischen war noch die Safety-Car-Phase und wir haben hinten jetzt fast 40% und müssen nochmal das Doppelte ungefähr fahren mit diesen Reifen. Das wird nicht so schön am Ende. Na, Lando scheint es gut zu machen, leider aus unserer Sicht, oder? Ja, der ist vorbei an Leclerc. Gelbe Flagge weiter hinten, da ist ein Alpine irgendwie neben der Strecke, was für die Konstrukteurs-WM natürlich sehr gut ist. War das vielleicht sogar Verstappen, der hier unseren Teamkollegen jagt? Ja, tatsächlich. Wow, ein Riesendreher vom Weltmeister aus dem Real Life hier in Ascari. Und dann war das auch noch ganz schön knapp mit Mick Schumacher. Aber alles ist gut gegangen. Wir sind aber echt schnell hier unterwegs. Das habe ich so vor dem Rennen nicht unbedingt erwartet. Aber es kommt auch nicht total überraschend. Zuletzt hatten wir immer mal wieder ein paar gute Leistungen im Regen. Das hier ist die beste von allen. 7 Runden noch, 43% hinten links. Hält dieser Reifen das durch und wird der vor allem bis zum Ende halbwegs fahrbar bleiben? Das ist meine größte Sorge. Oh, es ist auf jeden Fall nicht mehr ganz so schön wie auf frischen Reifen, das definitiv. Oh, ja, auch hier in Parabolica nicht mehr. Ich glaube, Norris wird ziemlich leichtes Spiel haben. Wir haben absolut nicht mehr den nötigen Grip, um irgendwie vernünftig raus zu beschleunigen. Und das war ja aber im Vergleich zu den anderen schon schwierig, als wir frische Reifen hatten. Somit mache ich mir hier nicht allzu große Hoffnungen. Aber ich werde den hier nicht kampflos ziehen lassen. Das definitiv nicht in so einer Situation. Oh, selbst die Lesmo-Kurven sind jetzt nicht mehr so toll. 1,3 Sekunden Vorsprung noch. Uiuiui, das wird immer leichter, hier irgendwie Fehler zu machen. Boah, das werden ganz, ganz schlimme letzte Runden. Wenn es schlecht läuft, könnte es das jetzt auf Start und Ziel aber schon gewesen sein mit diesem ersten Platz. Wir müssen ganz vorsichtig sein hier beim Rausbeschleunigen. Norris wird das 1000-mal besser hinbekommen und kommt jetzt an mit einem riesigen Überschuss. Saugt sich ran im Windschatten. Das ist hier das Duell um den Sieg beim großen Preis von Italien. Wir haben uns immerhin die Innenseite sichern können und sind immer noch beim Anbremsen, zumindest halbwegs stark. Das kann uns hier retten. Okay, alles gut. Ah, irgendwas, das DRS-Schild steckt hier in unserem Auto. Okay. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwierig das gerade zu fahren ist. Der Reifenverschleiß plus der Schaden, das ist wirklich keine gute Kombi. Wegen der Abnutzung verlierst du wahrscheinlich an Grip. War nicht so aggressiv. Ja, bisschen an Grip verliere ich tatsächlich. Ja, stell dir vor, Hamilton und Bottas haben jetzt auch zu uns aufgeschlossen. Das könnte hier noch ziemlich bitter werden in diesen letzten Runden. Aber an sich, was heißt bitter? Das Ziel war es, hier 1-2 Punkte zu holen. Und jetzt hatten wir gerade kurz für einen kleinen Moment vielleicht die Chance, das Ding zu gewinnen. Und fahren hier 3 Runden vor dem Ende auf dem Podium. Oh, das wird jetzt gut für Lewis. Der saugt sich jetzt schon ran auf dieser vorletzten Gerade hinein in Parabolica. Jetzt vorsichtig am Gas, ganz, ganz vorsichtig. Sobald man ein bisschen zu viel will, kommt das Heck hier sofort. Hamilton hat das natürlich besser machen können mit seinem leicht stärkeren Auto, mit den frischen Reifen. Und jetzt sind wir so ein bisschen aufgeschmissen, verlieren vielleicht das Podium hier auf den letzten Metern so ziemlich. Vorsichtig jetzt im Anbremsen. Das ist nicht leicht, immer den Bremspunkt richtig einzuschätzen, weil der sich auch ziemlich stark verändert immer, finde ich, von Runde zu Runde im Regen. Mit mehr Reifenverschleiß und so, das muss man immer so ein bisschen mit bedenken. Aber es hat jetzt in der Situation sogar ganz gut geklappt. Wir bleiben vor Lewis, der jetzt aber erneut ankommt, zusammen mit Bottas.
Oh, das war spät. Das war verdammt spät, aber wir bekommen die Kurve ganz gut. Bottas setzt sich jetzt durch gegen Hamilton. Das hilft natürlich enorm, wenn die beiden sich da jetzt duellieren. Oh, mit Abstand die schlimmste Kurve ist Ascari. Da machen wir gar nichts mehr. Das ist ein reines Rumgerutsche. Selbes Spielchen jetzt gegen Bottas vermutlich, wie in der Vorrunde gegen Hamilton. Nur, dass das hier noch ungemütlicher wird beim Rausbeschleunigen, das ERS auf Überholen. Bottas kann aber jetzt schon ausscheren und überholt uns hier auf der Hälfte der Gerade. Wir können uns allerdings in den Windschatten hängen. Bottas verteidigt aber, macht das richtig, richtig gut. Wow, aber bremst der früh. Die sind unfassbar vorsichtig in diese erste Kurve hinein. Das ist ja der Wahnsinn. Und dadurch kommen wir wieder vorbei. Was ist denn das? Nächster Versuch jetzt aber von Valtteri auch in die zweite Schikane hinein. Ich glaube, jetzt bekommen wir gar keine Ruhe mehr. Wieder voll am Limit hier. Ja, das fühlt sich alles gerade nach absolutem Limit an. Boah. Das ist hier wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge. Nein, war das vielleicht der Fehler, der uns das Podium kostet? Oh, ich fürchte, der könnte es gewesen sein. Und jetzt wird es noch ein bisschen bitterer gegen Lewis Hamilton. Nein, in der vorletzten Runde passiert sowas. Irgendwie schaffen wir es aber, uns außen vorbei zu kämpfen an Lewis. Sobald es dann aber ans Gas geht, machen wir gar nichts. Und jetzt könnte es ganz übel werden. Runde 27 von 27. Oh nein, jetzt werden wir hier völlig exposed. Kommt vielleicht dieses frühe Anbremsen wieder ins Spiel. Ja, das kommt es. Sainz zieht aber so kurz zu uns rüber, weshalb ich ein bisschen Angst hatte, ihm hinten reinzukrachen. Position 5. Oh, das Podium ist weg, aber komplett. Platz 5 von 22 aus. Erst nehme ich mit. Sofort. Wirklich. Sofort. Klar war das jetzt bitter, wie das am Ende verlaufen ist. Aber wie dieses Auto sich gerade fahren lässt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist wirklich nicht mehr feierlich. Und wenn man sieht, wie die sich auch alle direkt absetzen können, sobald sie an uns vorbei sind, zeigt das einfach, dass wir absolut nicht mehr schnell sind. Die McLarens, die sind ja 10 Sekunden schon vor uns und sind vor gar nicht allzu langer Zeit vorbeigezogen mit diesem Fehler. Natürlich haben wir jetzt aber auch hier Zeit verloren im Duell gegen die anderen. Ascari, jetzt vorsichtig, jetzt vorsichtig. Man darf diesen Curb da nicht so stark mitnehmen wie in der Vorrunde. Trotzdem kommt das Heck aber. Oh, Perez hat einen guten Ausgang bekommen. Der hat natürlich die frischesten Reifen von allen. Das könnte ich hier fast zu dritt nebeneinander der letzten Kurve entgegengehen. Nein, das nicht ganz. Aber zu zweit nebeneinander mit Checo Perez auf diesen frischen Wets, die er sich relativ gegen Ende erst geholt hat. Wir kommen hier ins Schlingern, Hamilton mit einem guten Ausgang. Oh, das wird ein Fotofinish gegen Lewis Hamilton. Aber wir verlieren auch noch auf den letzten Zentimetern eine Position. Aber komm, geil, geil. Ey, das war wirklich, also, wow. Es sind zwar ein paar Fehler passiert, die ärgerlich waren, ja. Aber das hätten noch 20 Fehler mehr sein können, so schwer wie das war. Was ist denn mit Checo passiert? Das war gerade meine erste Frage, als ich das Ergebnis gesehen habe. Ist der irgendwie abgeflogen da auf den letzten Metern oder was? Der ist ausgeschieden noch, hä? Ist der nicht... Der ist doch über die Linie gekommen, oder? Das muss eigentlich ein Bug sein. Oder gab es da irgendwie eine Mini-Berührung, die ich aber bei dem Chaos nicht mehr mitbekommen habe? Keine Ahnung, keine Ahnung. Aber komisch auf jeden Fall. Massa am Ende, starker Achter, wir starker Sechster. Diese letzten paar Runden, das war, glaube ich, so vom Gefühl im Auto her das Schwierigste in der gesamten Karriere bisher. Im starken Regen, mit Schaden an Unterboden, mit so abgenutzten Reifen. Man wird gejagt von lauter Top-Fahrern, Top-Autos. Das hat wirklich wenig Spaß gemacht. Und klar ist es bitter, dass der Fehler passiert ist, der uns die Führung gekostet hat und dann auch am Ende aus der letzten Kurve raus. Das war auch nicht optimal, da war nicht vieles optimal am Ende, aber es war einfach sauschwer. Und ich bin froh, dass wir es ins Ziel gebracht haben, auf einem geilen sechsten Platz von der 22 aus. Ey, das ist eins der besten Ergebnisse unserer Karriere und das vom letzten Startplatz aus. Ich hatte dieses Rennen eigentlich abgeschrieben und wollte halt die Gridstrafen hier hinter uns bringen und dann wird das am Ende so gut. Einfach nur der Wahnsinn. Fürs Team sind das auch richtig geile Punkte durch Massas starke Leistung. In der Fahrer-WM sieht das Ganze jetzt so aus. 66 Zähler für uns, 37 für Felipe und in der Konstrukteurs-WM, da ja, ist alles so ziemlich unverändert. Wir knacken jetzt als Team die 100-Punkte-Marke und haben diesen fünften Platz jetzt so allmählich relativ sicher. Vor allem, wenn man sieht, was Alpine zuletzt so veranstaltet. Da sind eigentlich selten wirklich richtig fette Punkte dabei. Meistens ist das halt so ein 9., 8., 10. Platz von Verstappen. Und Drugovic, der holt eh kaum Punkte.
beim nächsten Mal sehen wir uns dann hoffentlich wieder beim großen Preis von Singapur. Da hatten wir ja ein ziemlich traumatisches Erlebnis in der ersten Saison. Aber ich bin bereit, das hinter uns zu lassen. Freue mich auf die Strecke. Das ist immer echt eine geile Challenge. Kein leichtes Rennen, aber meistens ein verdammt cooles. Wir haben eine Nachricht. Ah, es ist aber keine Rücktrittserklärung. Immer noch nicht. Also ich weiß nicht, wann die kommen soll, wenn. Aber noch haben wir nichts. Was auf jeden Fall ein gutes Zeichen ist. Im Hinblick auf Sebastian Vettel meine ich natürlich. Upgrades sollen auch noch ordentlich ankommen, dann vor dem Rennwochenende. Und die haben wir auch allmählich mal nötig. In der Performance hat uns jetzt nämlich Alfa Romeo überholen können, weil bei denen offensichtlich irgendwas angekommen ist. Also das wird wichtig sein, dass zumindest die beiden Upgrades funktionieren, die... Eins ist, glaube ich... Ah, ne, es sind zwei Aero-Upgrades. Die müssen funktionieren. Das Strapazierfähigkeitsding, ja gut, das ist jetzt eher nebensächlich. Das war's jetzt von dieser Folge. Lasst gerne den Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.